Jo Leute, was geht ab und willkommen. Wir reagieren heute auf Sofodorf, Leute. Sie hat ein neues Format und zwar 7 Gesichter sortieren mit Anna Gazanis. Das kann sehr spannend sein. Gazanis? Wie heißt sie? Keine Ahnung, aber ich glaube, das ist nicht richtig ausgesprochen. Dann sag du doch mal, wie man es ausspricht. Gazanis. Das klingt sogar besser. Wir gehen direkt rein, let's go. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute heißt es Gesichter zuordnen. Ich bin hier mit Anna und wir werden jetzt gleich 7 Gesichter zu den 7 passenden Körpern zuordnen. Okay, das sind die Leute. Ganz unterschiedliche Outfits. Was könntest du dir vorstellen? Kannst du das schon mal so ein bisschen erraten? Kandidat 1 hier. Was könnte das für ein Gesicht sein? Ich würde definitiv sagen mit Bart. Ich würde behaupten Vollbart, dunkles Haar. Es könnte auch so ein bisschen, finde ich, so ein Südländer sein. Could be, ja. Could be. Ja. Kandidat Nummer 2? Ich tippe auf blond, kein Bart. Ich hätte gedacht, so schmales Gesicht auf jeden Fall, oder? Ich glaube, normal halt, ja. Okay, normal. Normal. Kandidat Nummer 3? Könnte ich mir tatsächlich sogar Locken vorstellen bei ihm. Ich würde so mixed zwischen blond, braun, irgendwie so dazwischen gehen. So hellbraun? Ja, und kein Bart. Kein Bart. Das Ding ist, Sie müssen ja gerade überlegen, ne? Immer bei solchen Formaten, wenn man das Gesicht nicht sieht, ich habe direkt ein Bild im Kopf. Das ist ja wie bei Blind Daten. Ja, ja. Du siehst da Stück für Stück Körper. Irgendwann siehst du halt hier alles mit Oberteil und so, halt nur noch Gesicht nicht mehr. Ja. Und ich habe immer ein Gesicht zu dieser Person. Und dann, wenn die nach vorne treten, bin ich immer geschockt. Ich denke immer so, ich hab mir dich so anders vorgestellt. Yes. Und hier ist es auch so. Der erste Bro, der ist Ahmed oder so, ich weiß ganz genau. Der hat schwarze Haare, schwarze Augen, ja. Der hat Vollbart. Safe. Aber der zweite, der ist relativ groß, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, Leute, dass er zum Beispiel so ein... Matthias. Matthias oder Matthäusch oder so. Leute, der hat eher so ein polnisches, deutsches Gesicht. Ja. Also ein bisschen so markanter, weniger rund. Nicht so viel Bart, ne? Helle Augen, helle Haare, helle Augenbrauen, sehr wichtig. Ich glaube, das wird ja der ganz rechts zum Beispiel, würde ich sagen, der hat auf jeden Fall, der hat nicht so braune Haare, schwarz oder so, sondern irgendwas Buntes. Ja. Vielleicht so blau, vielleicht so grün. Nein, der ist komplett schwarz. Seine Haare, okay. Seine Haare sind schwarz, sein Augen-Make-up und so hat er auch ein bisschen, ist auch schwarz. Seine Piercings und so ist auch... Ja, auch so Silber Piercings und so. Und so. Ja, genau, safe. Ja, seht ihr, man kann schon ein bisschen einschätzen. Man kann sich einschätzen. Was würde man bei uns schätzen? Was würde man bei uns schätzen? Leute, was würde man bei uns schätzen? Oh Mann. Traumfrau, ich weiß. Oh. Schwierig. Lieber helle Haut. Helle Haut. Ich würde auch auf helles Haar gehen, auch kein Bart. Ich würde sogar sagen, einen Ohrring hat der. Aha, mal guck. Er hat auch so eine, ich sehe so ein bisschen Perlenkette. Ja, yeah, genau. Kandidat Nummer 5. Dunkles Haar, kein Bart. Ich würde schätzen, Fußballergesicht. Kandidat Nummer 6. Dunkle Haare, oh, obwohl die Armhaare. Blond. Helles Haar vielleicht? Also so zwischen blond, dunkelblond, irgendwas dazwischen. Ich würde sagen, kein Bart und hat so Seiten auf Null gefühlt. Ah, so eine. Ja, okay, check ich. Aber oben schon... Schon ein bisschen was. Ja. Schon was zum Stylen. Glaubst du, du bist halt oder nicht? Ja, so seitlich, glaube ich. So gegelt, so ein bisschen. Ja, check ich. Okay, Kandidat Nummer 7. Hä, es geht. Ich könnte tatsächlich wilde Haare, ich könnte sogar sagen, irgendwie Dreadlocks oder so. Könnte ich mir vorstellen, jetzt so rein vom Optischen. Oder gefärbt so, könnte auch sein. Oh, stimmt, gefärbt. Ja. Ich glaube, schwarzes Haar und so crazy. Entweder Dreadlocks oder eher längeres Haar. Könnte ich mir vorstellen. Oder natürlich Buzzcut. Oh mein Gott, könnte auch sein. Voll. Wenn man so jetzt so Lügensprache können würde, das wäre so hilfreich. Weil er hat gerade, als du irgendwas gesagt hast, dich so an die Kette gefasst. Und ich dachte, irgendein Zeichen ist es bestimmt. So von wegen so entweder falsch oder richtig. Ja. Wir haben hier auf jeden Fall die 7 Gesichter. Und du darfst jetzt einer nach dem anderen ein Gesicht raussuchen und versuchen, das der passenden Person zuzuordnen. Vertraut, Leute, wir werden das meistern. Ich sag euch ehrlich. Ich glaube sehr gut, was so Menschenkenntnis sagen wird. Ich glaube, Leute, das wird easy. Das wird easy. Ein easy win. Gesicht Nummer 1. Ja, das ist der Matthäus. Das ist der Matthias! Das haben wir ja schon direkt. Nein, aber der ist ein bisschen zu groß, glaube ich, für Matthias. Ich glaube, sein Gesicht, Leute, weil guck mal, bei Jungs ist das meistens so ein Ding, wenn die so ein hübsches Gesicht haben, weil guck mal, er hat ja helle Augen, Bart und so. Das ist der Typ von vielen Frauen. Nicht unbedingt meins, aber er ist ein hübscher junger Mann. Und die ist meistens ein Stück kleiner von der Größe. Es ist sehr selten, dass Jungs groß sind und ein hübsches Gesicht haben. Wirklich, egal wie dumm das gerade klingt. Bei Frauen gibt es auch ein Prinzip, aber das ist was anderes. Plötzlich hier wirklich, er hat ein sehr hübsches Gesicht, deswegen glaube ich, er ist nicht so groß. Und der zweite war ja sehr groß. Deswegen glaube ich, das ist... Hä, aber der sieht aus wie der zweite, Bro. Ja. Schöne Augen. Ohrring. Oh ja, es könnte passen. Könnte ein Match sein. Es könnte übelst passen. Könnte ein Match sein. Ja, definitiv. Da würde ich eher... Auf die Seite würde ich, würde ich gar nicht mehr gehen. Okay. Auch nicht. Ich bin mir sicher. Ich mag die Frisur auf jeden Fall. Ja, siehst du? Das passt schon eher. Seht ihr, der passt schon eher so mit dem Style und sowas. Das könnte echt gut... jetzt?
Hä, was denkst du denn? Der zweite. Nein, der zweite ist der, der passt doch nicht zum, vom Style her, der hat zwei Ohrringe. Guck mal, warte mal. Guck mal. Auch nicht. Guck mal, der Style vom zweiten. Der trägt doch nicht so eine Jacke, wenn er Ohrringe hat mit Bling Bling und so. Dann trägt er nicht so eine Jacke wie der zweite. Ja, oder der vorletzte. Der braucht so einen drippigen Style. Sowas wie der dritte oder der vorletzte. Genau, der ganz schwarz mit dem, okay, Gürtel. Einer von ein, denen, ein einer. Fehlversuch darf sich jeder heute leisten. Genau, genau. Ich bin mir sicher. Ich mag die Frisur auf jeden Fall. Mit, ja, den Löckchen. Mhm. Sehr schöne Augen. Ja, ich lock, glaube ich, ein. Ich glaub, wen lockst du ein? Sag mal. Ich glaube, ihn. Ihn? Ja. Heb mal nochmal hin. Ja, würde ich sehen. Würde ich sehen. Okay, dann lockst du ein. Boah, könnte, ja, auch, könnte sein. Könnte auch sein. Aber sieht er so aus, als ob er so Tasche ganz hoch macht? So, weißt du? Ja, weil er trägt Perlenkette. Trägt der Perlenkette mit den Ohrringen? Mit den Ohrringen Perlenkette wäre fatal. Das wäre fatal, Leute. Das würde ich nicht machen. Perfekt. Ja, doch, doch, muss sein. Achso, ich dachte, okay, wir müssen auf. Nee, wir gucken erstmal. Die klemmst ja rein. Vielleicht darf man nochmal tauschen. Weil das, ja, war der erste. Chill mal. Ich brauche noch ein paar andere Gesichter, um einzuschätzen. Okay. Okay. Runde Nummer zwei. Das zweite Gesicht ist. Ja, der erste. Der erste. Das ist eine klare Sache, Leute. Der sieht aus wie so ein Murat. Ja, das ist ein, so sehen Murats auch. Ey, sieht nicht so. Der Mann von Sally, Sally's World, der ist auch Murat. Der sieht genau so aus. Dreh mal kurz um. Was würdest du schätzen? Ist er sieht genau so aus. Sehr streng tatsächlich, aber er könnte ein sehr netter sein. Mhm. Was glaubst du, macht er für Beruf? IT. IT? Ja. Sieht so ein klassischer IT-Mann für dich aus. IT. Aber könnte auch Polizist sein. Stimmt. Alter, so richtig Polizist serious. Richtig. Ja. Also ich glaube, mein erster Guess von den drei, entweder der in der Mitte. Er hier? Ja, könnte sein. Aber da haben wir wieder das mit den hellen Haaren. Das wird, also Armhaaren, das wird definitiv er nicht. Er ist auch, glaube ich, der nicht Mann gefährlich. Von Sally's World. Sie hat ihn rausgesucht. Das ist der Mann von Sally's Backworld. Die sehen wirklich gleich aus. Das könnte der Vater sein. Die sehen sich schon sehr ähnlich. Ja, weißt du, dass dein Sohn hier bei so einem Format macht? Weil er hat ja auch Bartwuchs. So. Ja. Schwarz. Es sei denn, er färbt alles schwarz, aber es passt auch nicht richtig, ne? Nee, nee. Auf der Seite nicht. Nein, 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 nein. Nee? Bin ich mir sicher, ja. Und hier auf der Seite? Wahrscheinlich, ja, doch, die Eins wird passen. Nummer Eins? Ja, doch. Warum? Wir hatten es ja vorhin auch, dass es so ein bisschen südländlich sein könnte. Doch, ich glaube, das ist so ziemlich menschlich. Ist der Südländer? Ja, ich habe das Gefühl, ich bin... Digga, ich wollte es nicht aussprechen. Sag doch einfach, ach, du hast an Kanake gedacht. Das ist ein Kanake, er trägt Fake Louis Vuitton-Schal, Bruder. Was ist das? Burberry. Burberry-Schal, Bruder. Er kann nur Kanake sein. Warum der Blonde nicht? Ich habe gar nicht daran gedacht, gell? Weil aus Polen holen die nicht, nur aus Türkei. Vertrau mir, das denken die sich. Ich bin so gut. Was denkst du, was ist sein Name? Luigi. Boah, italienisch könnte es tatsächlich sein, ja? Nee, da will ich mich nicht festlegen. Nee, nein. Nicht sicher, aber du glaubst Nummer Gesicht, eins ist es? Gesicht, ja, ja, müsste sein. Okay, dann locken wir das ein. Das ist dein Gesicht, Kandidat. Hundertprozentig. Voll gut. Weiter geht's. Ready fürs nächste Gesicht? Ja, ich hab Bock. Oh, okay. Das nächste Gesicht ist das hier. Was denkst du? Das ist der zweite. Das ist der zweite. Ich hab doch gesagt, so hell, auch alles hell, auch Augen und sowas. Und siehst doch die Mütze so, das passt doch zu der Jacke, so dieser Style. Dem ist kalt heute, ja. Ja, dem ist kalt, Bruder. Boah, mit so einem Gesicht habe ich echt gar nicht gerechnet. Okay, was denkst du, was er sein könnte, so beruflich? Boah, ich glaube, er ist eher so ein Kreativer, könnte er sein. Kreativer? Ja. Was könnte er anhaben? So Beanie ist auch... Wird tatsächlich so vom hellen, von den hellen Armhaaren bei dem mittleren... Nee. Ich glaube, eher bei ihm tatsächlich. Bei ihm? Nee. Weißt du, warum? Beide Jungs tragen so Ringe und so, vor allem der mit dem ganz Schwarzen. Der trägt so Ringe und so, das heißt, der ist so ein Typ, der so diese Silberringe und so. Und der trägt so ein Beanie. Versteht ihr das nicht? Der war gleich dabei. Ja, dieses so Elegante und dieses Sportliche, das passt nicht so, oder? Das passt nicht. Ah, nein, nein, nein. In der Mitte, ja. Andere Seite. Er ist so dunkel angezogen, ich kann mir diese... Es ist entweder der Zweite oder der Dritte. Aber ich glaube, er der Zweite. Ja. Ja. Er hier oder er hier? Oh, es ist so creepy aus, wenn ich das Foto anguckt einfach. Oh. Also ich habe eine Prediction, ich glaube, es ist er... Und er ist skated, er ist eher so ein cooler, sportlicher, so ein chilliger einfach. Und vom Beruf her irgendwas Kreatives, könnte ich mir vorstellen. Ja. Der wirkt so super entspannt. Also wenn es sein Gesicht ist. Ich finde, er sieht aus wie ein Skifahrer, könnte auch so Schweizer Dialekt haben. Oh Gott, das wäre so cool. Das wäre so, ich liebe den Cut in der Augenbraue. Ja, doch, ich glaube, ich würde passen. Ich glaube auch, er wird... Locken wir den ein? Ja, doch, so diese helle Mütze wird, glaube ich, zu dem Outfit passen. Kandidat Nummer drei. Hier ist dein Gesicht. Wir haben drei Gesichter schon. Gesicht Nummer vier. Bist du bereit? Mhm. Oh, okay. Er sieht sehr lieb aus. Das ist Gesicht Nummer vier.
Asiatisch, okay. Boah, fuck. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Die haben vielleicht das Gesicht von eben zu der dritten Person gegeben, nicht zur zweiten. Die machen unseren Plan kaputt. Ja, voll. Aber dritte könnte eigentlich auch sein, wie gesagt. Ja, dritte könnte halt wirklich... Aber weißt du, ich denke, bei schmalen Gesichtern denke ich immer, dass jemand so groß und schlank ist. Ja, aber er hat einen relativ großen Kopf. Zum Beispiel der erste, Leute, der Südländer, ne? Der hatte einen etwas kleineren Kopf, aber er ist auch von der Größe etwas kleiner. Der jetzt gerade dran war, der hat einen riesigen Kopf gehabt und ich habe das Gefühl, das passt da nicht zum Körper. Ja. Der muss auch ein großer Mann dann sein, damit das passt. Ja, das denken wir, aber die Kopfgröße passt nie. Also muss nicht immer zum Körper passen. Wie zum Beispiel Alice im Wunderland. Kennst du diese? Ab mit dem Kopf. Hey. Der hat ja auch so einen Kopf und so einen Körper. Sehr lieb, habe ich aber auch gar nicht in meinem Kopf gehabt. Der könnte es sein. Der mit der Les. Ja. Nee, würde ich erstmal ausschließen. Okay, du bist es nicht. Könnte sein, aber bin ich noch nicht ganz zufrieden. Obwohl, vielleicht der in All Black. Ich dachte auch erstmal der in All Black, aber der ist mir zu bunt. Also, was heißt bunt? Der ist mir zu ausgedings, weil der hat hier Ringe und hier Ketten und alles. Ja, ich glaub, und das Gesicht ist dann so. Das passt nicht. Ich glaube auch so, wenn man so diesen Gürtel, dieses Schuh, der sieht so sehr stylisch aus. Und dann der Gesicht gar nichts. Nein, nicht nur deswegen. Ich glaube, im Gesicht ist er so gepflegt. Also, der hat irgendwie die Haare so perfekt geschnitten und perfekt gestylt. Ja. Wir brauchen jemanden mit guten, gestylten Haaren beim Vorletzten, glaub mir. Ja, genau. Aber wo tun wir den jetzt hin? Er ist entweder der Zweite oder der Dritte, weil er lässt es vom Hauttypen einen Ticken zu dunkel. Chat, was sagt ihr? Zwei, oder? Zwei oder drei? Ich glaube sogar drei, Leute. Gut passen, oder? Ich bin nur so verwirrt wegen den Armhaaren. Weil irgendwie dunkle Haare auf dem Kopf sind doch automatisch auch... Ich glaube aber nicht immer. Nicht immer automatisch. Nicht immer. Bei mir leider schon. Kannst du mal bei ihm hinheben? Klar. Was denkst du denn, trägt er für Klamotten? Also er hier. Nennen wir ihn Thomas. Thomas? Was trägt Thomas für Klamotten? Entweder von denen zwei. Oder drei, das hier. Oder das. Thomas? Ich finde, Thomas könnten auch so ein klassisches, so schwarzen Look haben. Ja. Was denkst du? Nee, Thomas, ich nein. Das unflüssig. Aber ich glaube, tendenziell, das Gesicht wird von allen Körperstaturen am ehesten... Stell dir vor, Thomas trägt einfach den Fake Burberry-Shirt. So Thomas einfach. Nein, also ich glaube, dieser Thomas, ich glaube sogar, es ist die dritte Person von links. Glaube ich auch. Weil Asiaten sind meistens kleiner. Ja. Und vom Style her und so wird es auch passen, vom Hauttyp. Ja, also entweder zwei oder drei, aber ich würde ihn eher auf die drei tun und die drei, also der hellere Junge da, auf die zwei, wie die es gemacht hat. Okay, dann locken wir das ein. Erstmals, ja. Okay, du bist... Nein! Bei ihm bin ich mir zu 100% sicher. Ja, das passt. Okay, vier Kandidaten sind drin. Kandidat Nummer 5. Oh, der hat voll das liebe Grinsen. Das ist Kandidat Nummer 5. Richtig lieb. Mann, ey. Oh, ich glaube, das würde so matchen. Oh, das ist so ein tolles Bild, wirklich. Also, wie nett der lacht, wirklich. So ein richtig sympathisch. Der ist der in ganz schwarz. Der ist der in ganz schwarz oder der ist der in mit dem pinken Pulli, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, das der auch. Aber ich habe gerade auf die Haare geachtet. Oder ich muss kurz klein machen, weil sonst sehen die Leute nicht, oder LS würde auch zu dem passen. Hat die Sonne ein bisschen natürlich laufen? Genau, ja. Ja, hier. Ja, das könnte auch passen. Aber seine Arme sind viel dunkler als sein Gesicht. Hm. Honna, aber er hat so, die Haare sind so gestylt, weißt du? Deswegen dachte ich, der in ganz schwarz. Ja, aber ich glaube, der sieht vom Gesicht nicht so aus wie einer, der so einen Style hat. Und warum? Wartest du auf jemanden, der böse guckt? Ja, auch die Armhaare und sowas, das passt nicht zu seinem Kopf. Der hat keinen Bart, aber der hat so starke Armhaare, ich weiß nicht. Also, wie nett der lacht, wirklich. So ein richtig sympathisch. Ja. Oder natürlich, er hier. Boah, das könnte auch gut passen. Das könnte beide genau gleich gut passen eigentlich, ne? Armhaare, check. Mhm. Ja, ist auch so hellbraun, blond so. Ja, oder? Nein. Also das wird mich wundern, to be honest. Wie gesagt, ich stelle mir so richtig crazy Haare vor oder all black, irgendwie ganz, ganz... Boah, das ist schwierig gerade zwischen den beiden. Nee, ich würde auf ihn einloggen. Auf ihn? Ja. Okay, wir loggen ein. Okay, 5 Gesichter haben wir schon. Jetzt das 6. Digga, ich bin komplett verwirrt. Ich habe jetzt irgendwie gar keine Ahnung mehr. Ich bin komplett verwirrt irgendwie jetzt. Und du? Ich auch? Ich auch. Bruder, ich komme nicht hinterher. Scheiße, ich bin mir sehr unsicher. Hochnehme, folgt gerne dem Kanal, denn ihr wollt nichts mehr verpassen. Es kommen noch so viele coole Formate. Deswegen abonniert und macht die Glocke. Ich warte. Ich schon. Sehr gut. Nächstes Gesicht. Nein, das wirft irgendwie gerade alles. Die sehen alle, das Problem ist. Die sehen sich verdammt ähnlich alle. Jetzt haben wir einen dritten, der helle Haare hat und blaue Augen hat. Okay, wir machen es so. Der hier, Leute, mit dem Beanie, mit der Mütze da, ne? Ich glaube, der passt eigentlich vom Style her, ja?
der hier passt, glaube ich, hier drauf. Könnte ich mir ja, der vorstellen. Hat so dickere Bäckchen. Vielleicht ist er, er ist auf jeden Fall nicht schlank, vielleicht vom Körperding. Ja, so. Ja, ja. Deswegen jemand, und er sieht auch groß aus. Vielleicht jemand Größeres, der auch obwohl, so gebaut ist. Obwohl, vielleicht, was ist, wenn wir den hier mit dem Beanie auf den hier tun und den hier hin? Das könnte auch ganz gut passen. Obwohl, ich glaube nicht, dass er so den Style hat. Oh, fuck, Digga, ich bin verwirrt. Nein, echt? Ach ja, oh nein. Wohl? Oh Gott. Boah, das könnte auch passen. Das könnte auch passen. Das könnte auch passen. Das ist over. Nein, da bin ich mir sicher. Nee, glaube ich auch nicht. Nee, wir bleiben auf der. Ich meine die Kombi. Das wäre actually lustig. Okay, aber dann, your best bit ist das hier, ne? Ich muss jetzt fast. Okay. Du bist er hier. Ihr könnt in der Zwischenzeit mal gerne in die Kommentare schreiben, wie viele ihr bis jetzt geraten habt und was ihr so anders gemacht hättet. Letztes Gesicht. Ich hoffe, ja, natürlich jetzt das Obvieste, was richtig obvious ist, zuletzt gelassen. Weil ja, das natürlich. Weil den, der hat bestimmt auch solche Ohrringe. Kennt ihr diese Ohrlöcher? Ja, die heißen nur Löcher. Nee, wie heißen die nochmal? Tunnel. Tunnel! Das passt, aber ich glaube schon. Please. Nein, tu nicht so. Tu jetzt nicht so. Nee, auf jeden Fall die Dreadlocks, da warst du komplett richtig. Echt? Das hier ist das nächste. Nein, oh Gott, nein. Oh, der Asiate ist dann der in ganz schwarz. 1 Milliarde %, weil die anderen passen nicht so. Fuck, dann ist der ist so ein Typ, der trägt dieses LS oder so. Oh, shit, Bro. Ich dachte, oder jetzt kommt zweite? Irgendjemand mit so blauen oder grünen Haaren. Das wäre so richtig obvious. Nein, wir haben verkackt. Wir müssen die ganze Reihenfolge nochmal. Ja. Machen. Darf man nochmal ändern oder ist endgültig? Ja, natürlich. Das ist so falsch. Das ist so falsch. Ich dachte anfangs, ich bin so gut. Es könnte er sein. Er könnte es gut oder sein. Oder er. Ja, Mann. Aber wir müssen es jetzt einloggen. Oh nein. Ich dachte, das ist der in All Black. Ja. Mit so einer Brille kann ich es mir gut vorstellen. Safe, ich glaube, Leute, All Black hat diese Brille. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Rockt das Ding gerade. Mann. Okay. Wir haben die richtigen ausgewählt. Hoffentlich. Wie schätzt du deine Chancen ein? Jetzt echt schlecht. Bei ihm bin ich mir sehr sicher. Da gar nicht mehr. Bei dem gehe ich immer noch mit, bei ihm auch und ab da. Ab da ist in der Hose. Ja. Jetzt hast du aber noch die Möglichkeit, eine Frage zu stellen beziehungsweise ganz kurz mit denen zu quatschen. Und dann darfst du noch zwei Gesichter umtauschen. Darf ich euch antatschen? Also anstupsen? Hi. Hi. Darf ich wissen, wie du heißt? Roberto. Italienisch. Sag ich doch. Saved. Eins. Check. Kandidat Nummer zwei. Kannst du mal Hallo sagen? Hallo. Darf ich von dir wissen, was dein Hobby ist? Gitarre spielen und Tennis. Oh, wie cool. Passt eben. Ich finde, Gitarre passt sehr zu dem. Definitiv immer noch blond. Gitarre spielen und Tennis? Passt das nicht eher zu dem Ei mit dem Beanie? Der sieht aus wie ein Gitarrenspieler. Ja, ich finde, das passt nicht. Das passt nicht, nee. Aber ich bin mir unsicher, ob er es ist. Ja, safe. Kandidat 3. Kannst du mal dich vorstellen mit Hallo und was dein Hobby ist? Ja, hey, ich bin Mike und in meiner Freizeit spiele ich meistens American Football. Football. Ja. Mike, kannst du skaten? Skaten? Nee, gar nicht. Inlineskaten. Doch, ich glaube, ich bin mir da auch relativ sicher. Kandidat Nummer 4. Ja. Hi, ich bin Alex und meine Hobbys, ist schwer zu sagen, so alles rund um Fußball, spielen, gucken, aber auch gerne mit Freunden Sachen unternehmen oder mit meinem Hund. Aber der sieht schon aus wie ein Fußballer, der mit den Ohrringen. Aber der eine mit Inlineskaten, tragen die nicht immer so eine Mütze? Ja. Alter, Mann, das ist schwer. Ja, doch, also. Bis jetzt können wir es eigentlich so lassen. Wir warten mal. Bald. Okay. Außer der zweite. Findest du, die Stimme passt zu dem Gesicht? Schon. Ich habe wirklich ein Bild vor Augen. Ich glaube, dadurch mit diesen Perlenketten. Ich wäre enttäuscht, wenn er das nicht wäre und die Ohrringe nicht hätte. Okay, also du bist dir sicher, dass er es ist? Ja. Okay. Er muss es sein. Dann hier Kandidat Nummer 5. Kannst du mir mal sagen, was du beruflich machst, wenn du willst? Ja, ich arbeite bei einer Airline und mache gerade noch meinen Pilotenschein. Wie cool! Richtig cool. Und er grinst so nett, das könnte schon sein. Kandidat Nummer 6. Kannst du mir auch mal sagen, was du beruflich machst? Ich arbeite nebenbei in einer Unternehmensberatung, reise sehr gerne. Mhm. Das Gesicht schaut, also das, was aktuell drauf ist, schaut zu lieb aus irgendwie so mit. Ich finde, die Stimme kann man gar nicht zuordnen zu keinen von denen irgendwie richtig. Kandidat Nummer 7. Du? Kannst du mir sagen, wie du heißt und was du hobbymäßig machst?
heiße Robert, hobbymäßig, singe ich einfach nur. Singen? Ja. Boah, ich bin so verwirrt. Robert? Ich den Namen erfahren? Heißt der Robert? Robert! Achso, ich dachte jetzt, der Letzte ist der Asiate. Ja, der Letzte ist, glaube ich, auch der Asiate. Aber er heißt Robert, das wird nicht passen. Ja, ist doch egal. Abt? Nee, am Lüfte. Roberto? Roberto, Nummer 2 war? Max. Mike, weiß ich noch. Alex. Dann kommt? Dann? Janik. Oh Mann. Mann, das ist echt schwer. Anna. Du musst jetzt 2 raussuchen, die du noch tauschen darfst. Ich finde das so wild. Also ich hatte beim letzten Kandidaten wirklich das Bild vor Augen. Wenn ich jemanden tauschen müsste, wo ich weiß, das ist ein Safe Win, dann die letzten beiden. Beiden einfach so. Einmal. Ja, will ich auch machen. Und keines dieser Gesichter passt einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich bin gerade so am Verzweifeln, wirklich. Aber ich finde, irgendwie lustigerweise wird das auch passen. Das Problem ist, wenn du das halt alles nacheinander machst, wenn du alle auf einmal hättest, wäre es viel einfacher. Naja. Aber willst du dann vielleicht einfach mit die zwei? Die beiden? Ja. Die beiden werden getauscht? Ja. Bist du bereit für Kandidat Nummer 1? Ja, ich bin mir sicher. Boah, Leute! Ja. Das ist okay, der. Okay, Kandidat Nummer 1. Reveal! Ja! Easy! Anna, yes! Das ist der einzige Kanacke in der Runde, Digga. Das kann nur er sein. Sehr gut. Alles richtig gemacht. Check. Sehr gut. Check. Passt. Sehr cool. Sehr gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Super gemacht. Ja, okay. da war ich mir sicher. Wirklich. Ja. Das war safe. Oh, ich denke mir, er schaut mich an. Schau mir nicht so an. Dass ich das bin. Als du da meintest, dass du Roberto heißt, du hattest ja schon gesagt, eher so südländlich und dann safe. Hat gepasst. Ready für Kandidat Nummer 2? Weiß ich nicht. Ja, doch. Ich bin nicht sicher, ob er stimmt. Da bist du unsicher? Ja. Okay, dann Kandidat Nummer 2, Reveal. Na, schau. Das war random. Das hat gerade keiner gerechnet. Die ganze Reihenfolge wurde zerstört. Die ganze Reihenfolge bei der zweiten Person schon. Nein, du hast doch voll anderes erwartet. Nein! Wir haben uns alles um. Oh Mann! Nein! Das macht aber Sinn. Ja. Das sieht jetzt so passend aus. Also jetzt passt. Ja, ja. Man hätte gedacht, wenn man alles sieht. Ich war mir sicher, dass du... Oh, der guckt, wer ist er so? Ach du Scheiße. Wer ist der denn? Blond bist. Sicher. Nee, nicht. Ach, naja. Right. Oh, das wird, es wird ja einiges. Oh. Kandidat Nummer 3, bist du ready? Weißt du, was er sich denkt? Einfach mein Gesicht wurde da auf diesen Typen drauf gemacht. Das denkt er sich. Er holt diesen Punk und der ist so ein ganz normaler, weißt du, so ein ganz, yeah. ein ganz typischer. Bin ich mir auch sicher. Kandidat Nummer 3, Reveal. Ey, ich hab's gesagt. Du hast viel gesagt, entweder es ist der oder der mit dem Pinken. Das passt. Oh, er hat aber auch eine Perlenkette an. Nein, ich war mir so sicher. Ich bin so schlecht. Mann. Aber hättest du das jetzt gedacht? Nein. Weißt du, wie du aussahst? Das interessiert mich. Ja. Ja, also, das ist aus wie ein Snowboarder. Ey, sorry, ne? Also, wie auch immer du nochmal heißt. Dein Mike. Gesicht, Mike. Lieber Mike. Dein Style Mike. Passt nicht zu deinem Gesicht. Totti. Ich sehe dich gerade und das ist wie so zwei Posen, die ineinander gedrückt wurden, aber die passen nicht, Bro. Die passen schon ein bisschen. Nein, die passen nicht. Doch. Übrigens, das wärst du gewesen. Ja. Aber ich finde, das passt auch nicht so. Naja, danke. Aber du hast das super gemacht. Passt. Danke. Was denkst du? Ja, obviously. Was denkst du, welches Gesicht von denen ist da jetzt runter? Der mit der Brille. Brille. Der mit der Brille. Ja. Mhm. Kandidat Nummer 4. Reveal. Ja. Ja. Schock. Du hast es Digga, wir haben alles falsch. Krank, alles. Digga, Harry Potter trägt einfach pink. Von der Harry Potter trägt eine Perlenkette. Wir haben alles gesehen jetzt. Ja, jetzt hat alles Sinn gemacht. Der könnte passt richtig auch nicht. Der könnte richtig sein. Obwohl. Kandidat Nummer 5. Reveal. Das ist er! Das ist er! Um Gottes Willen, was ist das? Um Gottes Willen! Ey, das passt! Danke, dass du es euch ausgesprochen hast. Kein Problem. Wer ist er? Das müsste jetzt der sein Gesicht ja noch sein. Also der zweite, ja. Oder der dritte. Ja, stimmt, die sind beide falsch, obvious. Oh Mann! Ich habe nur 2 erraten. Hey, das ist gar nicht so schlecht. Das ist so eine 4 plus. Wenn es der mit dem Beanie ist, dann habe ich alles gesehen. Habe ich alles gesehen. Hey, vielleicht, guck mal, die Fotos sind ja nicht von vom gleichen Tag, oder? Ja. Vielleicht trägt er gerne Beanies und heute hat er einen schwarzen an. Nee, das passt gar nicht. Der ist hier voll classy. Ich dachte, schwarze Haare hochgegeht. Nee, das ist random. Okay. 3 Minus.
Kandidat Nummer 6, Reveal! Na, oh, doch, nee. Na, hallo, was? Falsch! Ich hab gesagt, er mit der Mütze. Mann! Jetzt wird langsam mit 4 Minus. Echt? Nee, gar nicht gedacht. Oh mein Gott. Kandidat. Wieso haben wir erwartet, dass die Person so, so dunkle Haare und schwarze Augen hat oder so? Hä, irgendwie passt sein Gesicht. Sein Gesicht sieht wie rein imitiert aus. Das passt gar nicht. Das passt einfach crazy. Das passt gar nicht. Hä? Ach, der ist jetzt der mit dem Beanie. Nein! Der letzte ist ein Beanie. Nein! Was? Ich dachte, der ist ein Skater. Der hat Nummer 7. Reveal! Oh, das jetzt oh passt. Mein Gott, das passt. Passt. So oh mein Gott. Das passt? Ich hab doch... Ey, aber bitte zeig mir, ob unter den Haaren irgendwie, da müssen es unter der Mütze sind, müssen jetzt irgendwie so blaue Haare was, sein. Was? Ich hab noch gesagt, Tutti, der hat einen großen Kopf, das heißt, der muss einen großen Körper haben. Er ist einfach der kleinste von allen. Hä? Was? Das macht alles, also die, das macht alles das keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn. Kennst du, wie wir direkt so sauer sind, so? Geht euch mal Hilfe suchen. Guck mal, das hier sieht ja aus wie bearbeitet. Das passt ja nicht. Guck mal, der sieht aus wie bearbeitet. Der! Der ist der Erste. Das meine ich, Bro. Es der ist hier? Wirklich schlimm, wenn man nicht das Gesicht sieht, sondern nur Outfit und Körper. Und dann hat man schon irgendwie sich was vorgestellt und das ist dann nur noch das Richtige. Und deswegen sind wir gerade so geschockt. Hätten wir die gesehen von Anfang an, hätten wir gesagt, hey, sie sieht voll normal aus. Ja. Trotzdem, Leute, liken, kommentieren, abonnieren. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie viele ihr richtig hattet. Dann sehen wir uns morgen ganz entspannt um 20 Uhr. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.